Die Andacht zum Tag aus den Pfarrämtern in Grünstadt. Paulus schreibt: Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die da selig macht alle, die daran glauben. Hier spricht Rüdiger Schellhas-Eberle aus Laumersheim. Hallo und guten Tag. Dieser Satz des Apostels Paulus kam mir in den Sinn bei der Vorbereitung der heutigen Andacht. Es ist mein Konfirmationsspruch, den unser Pfarrer damals für mich ausgesucht, genauer gesagt ausgelost hat. Morgen, an Palmsonntag, sind es 57 Jahre her seit meiner Einsegnung, zusammen mit 41 anderen Mädchen und Jungen in unserer Heimatkirche. Das war schon ein ganz besonderer Tag, unsere Konfirmation. Fast 2 Jahre haben wir uns darauf vorbereitet. Wir haben vor allem auswendig gelernt. Bibelverse zum Beispiel. Das waren in der Regel Stellen, die in der Bibel dick gedruckt sind. Oder Psalmen. Dann gab es noch den Katechismus, ein Büchlein mit Fragen und Antworten zum christlichen Glauben. Da ging es um Taufe und Abendmahl, das Glaubensbekenntnis, das Vaterunser, das ewige Leben und so manches andere. Etliche Gesangbuchlieder. Es war eine ganze Menge. Das alles sollten wir im Kopf haben für den großen Tag. Denn da wurde das abgefragt bei der Prüfung. Mit einem kleinen Trick. Jede und jeder kam 2-mal dran. Das eine Mal wussten wir, was uns der Pfarrer fragen würde, das andere Mal nicht. Beim 2. Mal war ich bei einer Strophe von einem recht langen Lied dran. Natürlich blieb ich hängen vor lauter Aufregung. Kein Wunder bei der großen Zuhörerschar. Unsere Kirche zu Hause hat über 1000 Sitzplätze und war voll besetzt. Das war peinlich. Mit leisem Vorsagen von meinem Sitznachbarn ging es dann doch weiter. Aber aufgefallen war es schon. Und am Nachmittag eines der Gesprächsthemen beim Kaffeetrinken mit der Verwandtschaft. Später habe ich mich gefragt, kann man den Glauben auswendig lernen und abfragen? Unser Pfarrer hat das wohl damals so gesehen. Und es war eben auch so üblich zu jener Zeit. Es war halt vieles anders als heute, nicht nur in der Konfirmandenstunde. Wie kommt ein Mensch zum Glauben? Wir wissen heute, dass das viel damit zu tun hat, welche Erfahrungen ein Mensch in seinem Leben macht, von klein auf. Ein Kind, das bei seinen Eltern Geborgenheit erlebt und Zuwendung, das Menschen hat, auf die es sich unbedingt verlassen und denen es vertrauen kann, von denen er sich geliebt weiß. Ein solches Kind kann auch darauf vertrauen, dass Gott es gut mit ihm meint, dass es ihm vertrauen, ihm glauben kann. Ich habe in meinem Leben solche Menschen gehabt. Eltern, Lehrer und andere Menschen, Gott sei Dank. Das bestimmt mein Leben und meinen Glauben bis heute mit. Ein Kind, das all dies nicht erfährt, wird es viel schwerer haben mit dem Glauben an einen liebenden Gott. Das wird sich wohl eher einen strengen, strafenden, unbarmherzigen Gott vorstellen und nicht wirklich zu ihm finden können. So kommt es letztlich auch darauf an, ob wir mit unserem Verhalten untereinander anderen Menschen den Zugang zum Glauben leicht machen oder ob wir ihnen dabei eher im Weg stehen. Lasst uns beten. Guter Gott, ich danke dir für die Menschen, die mir Geborgenheit, Vertrauen und Liebe geschenkt und mir so den Weg zum Glauben an deine Liebe geebnet haben. Hilf, dass auch ich für andere Menschen so ein Wegbereiter zum Glauben sein kann. Der Segen Gottes begleite euch. Der Herr segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf euch und helfe euch und allen Menschen zum Frieden. Amen.